Partei, dann läuft auch der Beat. Demnächst stellen wir einen ein, der den Knopf drückt. Wenn wir das nächstes Jahr machen, den Knopf drücken, kriegt ein Fünfer dafür. Du? Guck mal, Simon, 10 Euro. Bitte, 6. 10, Mindestlohn, genau, das hält. Oh, 10 Euro für den Mindestlohn, für den, der den Knopf drückt. Oder den, der den Hebel nicht zieht. Wer will den Hebel ziehen? Wer will den Knopf drücken? Noch sind Plätze frei. Menschen, die Menschen verachten. Was ist denn das bitte? Faschos sind Menschen verachten. Mensch, ich würde gern mehr Toleranz hier im Land sehen. Was ist mit menschlicher Würde? Was? Rassisten haben Hand und Fuß. Ich sehe nur Hass in faschistischen Gedankengut. Wir haben echte Ideale, denn es Antifa, der ganze Staat trotz vor lauter rechter Radikaler. Fresse halten, Ohren schließen, Augen zu und durch. Nicht die Solidarität kommt im Augenblick sofort. Wir gehen links und nicht rechts rum. Halt zusammen und machen alle zusammen diese Faschopakett schlecht. Warum die Reichstuhl? Hat da keiner daraus gelernt? Ja, das ist leider unverzeihbar, unbegreifbar. Warum ist das nicht zu stoppen? Warum trotten alle Menschen? Warum machen wir so weiter? Hat denn keiner daraus gelernt? Ja, das ist leider unverzeihbar, unbegreifbar. Warum ist das nicht zu stoppen? Warum trotten alle Menschen einfach weiter? Menschen, die Menschen verachten, wenn Menschen Beachtung schenken, verachte ich Menschen mit Machtfantasien, die denken, die Hände der Machthaber ziehen. Die Fäden im Background, verdammt ist das niedlich, anzüglich, widerlich und antisemitisch. Wir sind alle Opfer und keiner kann was dafür. Verschwörungstheorien vereinfachen dieses Spiel. Ich höre so viele Geschichten über die Rothschildverwicklung und das angebliche Schattenspiel der Großkapitalist. Die seien so wie der Teufel. Wo führt das hin, wenn wir den Holocaust leugnen? So weiter. Hat denn keiner daraus gelernt? Ja, das ist leider unverzeihbar, unbegreifbar. Warum ist das nicht zu stoppen? Warum trotten alle Menschen einfach weiter? Hat denn keiner daraus gelernt? Ja, das ist leider unverzeihbar, unbegreifbar. Warum ist das nicht zu stoppen? Warum trotten alle Menschen einfach weiter? Ohne dem Recht von Bedeutung zu schenken. Ich cross dieses ekelhafte Scheuklappendenken. Sowas verdammt, es ist sowas von verdammt. Es ist so wieder, die Erde dreht sich weiter. Doch leider weiß man, wohin das führt, wenn man alles ignoriert. Und wir haben's sogar probiert und es ist nicht gut gegangen. Es ist richtig verdammt, dass wir die Augen aufmachen dem Faschismus. Warum machen wir so weiter? Hat ja keiner daraus gelernt. Ja, das ist leider unverzeihbar, unbegreifbar. Warum ist das nicht zu stoppen? Warum trotten alle Menschen? Warum machen wir so weiter? Hat mir keiner daraus gelernt? Ja, das ist leider unverzeihbar, unbegreifbar. Warum ist das nicht zu stoppen? Warum trotten alle Menschen?